Hi! Hi! Als allererstes wünschen wir euch ein frohes neues Jahr und wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Reingekommen. Reingekommen, reingerutscht, habt gut reingefeiert. Genau. Und dann gibt's heute wieder ein DM-Haul von uns. Genau. Deshalb fange ich auch mal an. Ich habe eine große Pappverpackung in meiner Hand. What the hell? Ach so. Ein Pinselset von BH Cosmetics. Ja, ich brauchte unbedingt endlich mal Pinsel und vernünftige Pinsel und ich bin sehr glücklich mit diesen Pinseln. Und während Tanja sie auspackt, gucke ich mal schnell. Ach nee, habe ich den Preis gar nicht. Ich glaube, 25 € bei DM haben die gekostet. Also die hatten die jetzt bei DM. Ich glaube, das war ein Pinselset für 25 €. Und da ist auch noch eins. Da sind 14 Stück drin. Die hatten auch noch eins mit 12 Stück, aber das hat auch genauso gekostet. Die Pinsel sind natürlich nicht sauber. Und das ist dieses BH Chic Set. Und ich mag die echt ganz gern. Vor allem, ich finde die Tasche auch echt cool, wo Passt die zu meinem drin sind. Pullover. Stimmt. Ja, die Tasche ist echt praktisch. Ich mag nicht diese Plattenteile. Ja, die ist schön. Habe ich mir zu Weihnachten gegönnt. Die Kali Bible Palette, die hat Svenja mir übrigens auch zu Weihnachten geschenkt. Das ist die Deluxe Edition. Ja, ich finde sie auch wunderschön. Ich habe mich auch heute mit ihr geschminkt. Genau. Also auch, ich habe heute auch diesen mega dunklen Ton, diesen mega dunklen Highlighter habe ich heute auf dem Außenwinkel des Auges benutzt. Die gefällt mir echt gut. Kannst du mal kurz aufs Swatchen, bitte? Achso, ich swatche mal was. Was für swatche ich denn mal? Die Highlighter hier. Hellen Ton finde ich immer recht schwierig. Einen dunklen Ton. Und dann nehmen wir hier den, weil der wunderschön ist. Also, der goldene Highlighter. Der rosanere Highlighter. Kann man das gut erkennen? Ja, ich denke schon. Der helle Lidschatten. Also man kann sehen, die sind gut pigmentiert. Der dunkle Ton. No. Und dieser Duo. Also der ist so ein bisschen Duo. Der ist so, oh, Chrome. genau, der ist so ein bisschen Duochrom. Der gibt auch mega viel Farbe ab. Also ich habe hier gerade sehr viel Puder drauf. Ja, der schimmert so rosa Gold. Also ich finde den super schön. Ich muss allerdings sagen, die haben so viel Fallout. Ich habe mich damit letztens geschminkt und wollte das so wegfegen und ich habe unter dem Ganzen, mein ganzes Auge war einfach glitzerig. Ich fand's ging eigentlich. Vielleicht nicht so viel auf den Pinsel nehmen. Obwohl der hier, den ich gerade geswatcht habe, dieser Duo, der gibt schon sehr viel Farbe ab. Der ist sehr weich in der Palette drin. Das stimmt schon. Ja. Dann bei Shania haben wir von NYX die Sweet Cheeks Blush Palette. So sieht die aus. Ich pack die mal aus. Ich wollte die schon ganz lange haben. Da gibt es eine kleine Story zu. Ich war letztens in Hannover in einem DM und da war so ein Riesen, wie so ein eigener NYX-Store eigentlich. Und ich war mit einer Freundin da. Liebe Grüße an Caro an dieser Stelle. Und die Palette gab es ab einem Wert von 35 € einfach geschenkt. Cool. Und Caro war so nett und hat sie mir quasi überlassen, dass ich sie mitnehmen kann. Wir haben quasi unseren NYX-Einkauf zusammengeschmissen und sind dann über die 35 € gekommen. Und dann gab es die gratis, obwohl die eigentlich 18 € kostet. Ich fand es mega geil. Und es hätte auch noch also man hätte auch eine Highlighter-Palette nehmen können von NYX. Ja, die hätte ich natürlich genommen. Ja, und ich nicht, weil ich halt die sowieso kaufen wollte. Und dann hat sich das irgendwie angeboten. Da Ja. sind so die ersten drei hier sind schimmernd und der Rest sieht matt aus. Möchtest du die auch swatchen? Habe ich schon mal. Also ich fand die ganz Hast du schon schön. mal? Ja, siehst du doch, dass man. Also. Ja, aber für unsere Ja, ich Zuschauer. weiß. Das sind zwei so schimmernde. Und diesen dunklen hier finde ich sehr schön. Mir gefallen die auch alle. Alle bis auf dieser Den krasse pinken, pinke. ne? Ja. Aber Und der hat auch irgendwie, guck mal, sieht aus wie so ein Fehler. stimmt. So ein kleiner heller Strich bei.
Ja, das ist so irgendwie der Barbie-Blush. Ja, aber ich kann mir den vorstellen, wenn man den ganz, ganz sanft aufträgt. Ist auch schön. Also die gefällt mir auch voll. Ich finde die auch sehr hübsch. Ja, die sind schön. Auch ein Produkt von NYX und zwar die In Your Element Earth Palette. Ich habe gestern auch war, also ich war kurz davor, mir auch so eine zu kaufen, aber die kosten halt einfach 30 Euro. Ja, die sind echt teuer. Aber ich habe euch damit auch ein so ja, Silvester-Look geschminkt. Das werde ich mal hier oben, ich glaube, da in die Infocard verlinken. Und ich finde die Farben, die sind unfassbar schön und die lassen sich super schön verblenden. Entschuldigung. Also ich bereue da überhaupt nicht, 30 Euro für ausgegeben zu haben und könnte mir sogar vorstellen, davon noch eine Palette zu kaufen. Die ist unglaublich. Darf ich den jetzt watchen? Das sieht geil aus. Du darfst alles watchen. Alle. Das ist so ein schönes Grün. Das schimmert so schön. Der Richtig da. nice. Das Gold ist auch richtig, richtig schön und die sind alle wunderschön. Also ich bin echt richtig happy damit. Und wenn wir dran denken, verlinken wir das Video von Svenja hier oben. Ein Pinsel. Oh, den habe ich gerade zum Schminken benutzt von dir. Ich habe mich schon gewundert. Ein Pinsel von NYX, das ist die Nummer 12. Ein Blenderpinsel. Ich mag den gern, ich habe den eben auch zum ersten Mal probiert. Ich habe den ja auch benutzt und fand den auch toll. Weißt du, ob das Synthetika ist? Nein. Macht NYX Synthetik oder Echthaar? Das ist, glaube ich, kein echter. Wenn Aber ihr der ist das sehr schön. wisst, könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, der gefällt mir auch gut. Wie viel hat er gekostet? 8,95 € oder irgendwie so. Von Balea, die Soft and Clear Anti-Pickle-Patches mit Salicylsäure. Ja, ich hatte die mal von Rossmann, von Isana und die fand ich ganz gut. Auf, wenn die Pickel so da sind und die man da drauf klebt und dann, also die von Isana soll man 8 Stunden irgendwie drauf lassen. Ich mache das dann immer über Nacht. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die immer was gebracht haben. Bei denen werde ich das jetzt testen. Und gekostet haben die 1,95 €. Die machen noch mal weiter bei Svenja. Oh, ich sehe schon was. Das Silbershampoo von Swiss Opal. Gegen Gelbstich. Das habe ich auch früher nur benutzt, als ich so wasserstoffblond war. Bis ich dann eins im Friseurbedarf entdeckt habe. Aber das fand ich immer gut. Ja, ich habe mir jetzt den Ansatz nachfärben lassen und ich finde, sie hätte es ein bisschen länger drauf lassen können. Aber ich will damit versuchen, weil der Ansatz ist so ein bisschen goldiger als meine Längen. Und da will ich mal versuchen, ob das was bringt. Ich fand, das war mein Silbershampoo, das hat ganz gut den Gelbstich weggenommen. Aber das war nicht so. Ich habe jetzt eins von Schwarzkopf aus dem Friseurbedarf. Und da muss man aufpassen, dass man das nicht zu lange, weil sonst sind meine Spitzen immer richtig blau. Aber das passiert hier nicht so schnell, finde ich. Achso, gekostet hat das auch 1,95 €. Dann bei Shania. Ich habe die anderen Sachen gerade schon fast gesehen. Ja, da habe ich eben schon zu Shania gesagt. Ich weiß nicht, was ist. Irgendwie testen die gerade alle. Da habe ich das Gefühl. Von Ico oder Ico-O Infusions. Thermal Treatment Wrap. So eine Haarmaske, die in so einem Beutel drin ist. Wo man sich so einen Beutel auf den Kopf setzt. Ich verstehe das nicht. Ich wollte gerne mal ausprobieren. Protect and Repair. Da bin ich auf eine Review gespannt. Da will ich. Ich möchte eine Review von Shania Du dazu kriegst haben. keine. Oh, Svenja hat sich aus der Wahre Schätze-Reihe eine Tiefenpflegemaske mit, hier, was ist das? Hafermilch und Reis, irgendwas. Die habe ich nämlich auch in der Dusche stehen. Ja, meine Haarkur ist leer geworden und davon hatte ich mal das Shampoo und die Spülung und die fand ich richtig gut. Also da habe ich echt einen Unterschied gemerkt und deswegen habe ich mir jetzt die Haarkur dazu gekauft und werde die mal ausprobieren. Ich finde die auch ganz gut tatsächlich. Ja, und die hat gekostet 2,95 €. Als nächstes haben wir auch von NYX den Microbrow Pencil in der Farbe Taupe. Der ist sehr schmal, also sehr dünn. Und hat der noch eine andere Seite? Ja, ich habe schon gedacht, ein Spuli auf der anderen Seite.
Da haben auch so viele Leute von geschwärmt, weil der so eine dünne Miene hat und irgendwie mag den jeder. Und ich habe mir damit heute auch die Augenbrauen gemacht und ich finde den wirklich gut. Mich nervt das mal bei dem Catrice so, dass ich den immer so oft anspitzen muss und dann ist er trotzdem nicht richtig spitz und da kann man halt wirklich so kleine, feine Härchen so mitmalen. Aber ich glaube, der ist sehr schnell aufgebraucht. Ich wollte es gerade sagen, ich bin mal gespannt, wie lange der hält. Dann nochmal was aus der wahre Schätzreihe von Garnier und zwar mit Argan und Kameliaöl für trockenes Haar eine Spülung. Oh. Ja, ich brauchte eine Spülung. Ich fand das Shampoo dazu gut, also habe ich mir jetzt die Spülung geholt. Riecht ein bisschen kräuterig. Dann von NYX, was bei NYX shoppen war. Naja, das habe ich ja eben erzählt. Ach ja. Ein Lip Liner in der Farbe Hot Red. Gehört das noch dazu? Rouge Flamboyant. Ein sehr, sehr knalliges Rot. Der gehört dazu. Ah, es gehört dazu von NYX die Soft Matte Lip Cream in der Farbe Monte Carlo. Die Soft Matte Lip Creams finde ich auch immer ganz gut von NYX. Und die riechen so gut. Warum riechen die bitte so gut? Sehr deckend. Naja, auf jeden Fall gleichmäßig. Ja, die riechen echt gut. Das stimmt. Ja, ich wollte dazu einfach einen passenden Lip Liner und die Farbe war schön. Kosten? Die Lip Cream kostet, glaube ich, 6 Euro und der Lip Liner 1,85 oder sowas. Das geht auch. Oh, Svenjas Beutel ist schon leer. Echt? Mist. Oh. Dann von Shania noch ein Lip Liner von NYX in der Farbe Crayon L'Evresse. Ist das derselbe aus derselben Reihe? Ja. Okay, der ist noch geschlossen. Soll ich den aufmachen? Kannst du ruhig. Und zwar ist mein 59G alle von Manhattan oder eingetrocknet oder was war damit. Und ich wollte jetzt gerne mal so einen von NYX ausprobieren. Und ich dachte, das ist auch so eine nudige Farbe. Ja, ungefähr sieht wie ganz der 59G schön aus. Und ja. Der. Ja. Der ist echt so richtig schön nude. Bisschen ins Bräunliche. Und das war's dann auch bei Shania. Und dann sind wir schon durch mit unserem DM-Haul. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.